Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute geht es natürlich weiter an den Peugeot Elisio und zwar mit dem Tag verlegt. Wie ihr sehen könnt, ist es perfekt ausgerichtet und funktioniert. Was ich ja gestern extra, ich betone es nochmal, extra verbaut habe, weil ich eben dachte, das fällt den einen oder anderen auf, aber leider ist es nur ein aufgefallen und das war Rollerreiter. Der hat mich darauf hingewiesen, dass dieses Teil, wie ich ja selbst schon wusste, aber ich wollte einfach mal wissen, kommt da vielleicht ja ein Kommentar zu? Einer kam. Das Teil hier ist normalerweise für ein Bremslicht hinten und zwar, wenn man die Bremse einmalig betätigt, flackert es 3, 4, 5 Mal auf und bleibt dann ganz normal an. Dafür ist dieses Teil zuständig. Ist für LED, aber dieses Teil ist im Grunde für das Bremslicht zuständig. Ihr habt das bestimmt schon bei den ein oder anderen Motorrad gesehen, wenn derjenige bremst, dass es hinten ein bisschen aufflackert und dann in eins weiter brennt, wenn man die Bremse gehalten hält. Das ist dieses Teil und ich wollte euch im Grunde einmal ein vorgaukeln. Einfach aus dem Grund, ich habe es extra schon immer schön hingehalten, dass man es auch sehen kann und lesen kann. Aber schade. Okay, das Teil kommt natürlich wieder raus. Aber ich kann euch trotzdem, dass ihr eine Vorstellung davon habt, noch drin lassen und ich mache das Tagfahrlicht mal an und ihr seht, was oder wie ich es meine, was da passiert. Das Teil kommt natürlich dann wieder raus. Das ist nämlich für einen ganz anderen Roller, den ich dafür nämlich vorbereite. Wie gesagt, das Teil habe ich jetzt noch drin. Da kommt nachher einfach ein Stecker zwischen, weil da könnte vielleicht später noch was anderes zwischenkommen. Wir warten es mal ab. Ich mache jetzt die Zündung an und ihr habt jetzt bestimmt gesehen, wie es flackert. Ich mache die Zündung nochmal aus. Und jetzt würde es durchleuchten. Aber, wie gesagt, es kommt raus, weil es ist für einen anderen Roller gedacht und für ein Bremslicht. Deshalb, wie gesagt, vielleicht habe ich euch jetzt sogar einen vorgegaukelt. Und ich war so gespannt, was kommt da jetzt auf mich zu, aber leider nicht viel. Deshalb würde ich sagen, das Ding nehme ich jetzt raus und wir schließen es jetzt an richtig. Verkabeln das Ganze hier, tun die Kabel sauber, weglegen und befestigen, Zusammenbau und dann passt das Ganze. Das Teil nehmen wir, wie gesagt, raus. Das dient einem anderen Roller und wird dann natürlich später verbaut. Jetzt heißt es natürlich, hier ist mein Hauptanschluss, hier ist mein Gegenstück. Das würde heißen, ich gehe jetzt hier hoch mit meinem Kabel, wenn es denn klappt. Gehe jetzt hier hoch und kann somit hier in meinen Stecker rein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das sehen könnt, hier in den Stecker rein, einmal zusammen. Und das wird dann alles, wie gesagt, nochmal schön gemacht. Und wir können ja nochmal den Test machen. Wir machen den Roller oder zumindest die Zündung nochmal an. Und ihr seht, es ist okay. Hier kann nichts dran passieren. Hier können keine Schwankungen drin entstehen. Das Licht brennt immer bei höherer oder niedriger Drehzahl. Bleibt das immer konstant.
Also keine Sorge, das funktioniert. Selbst wenn wir jetzt mal den Roller anmachen. Ihr seht, kein Flackern, alles sauber. So sollte es sein. Wie man hier jetzt sehen kann, alles ordnungsgemäß und sauber an seinen Platz gebracht. Das würde jetzt heißen, die Verkleidung muss wieder drauf. Und zwar setzen wir sie hier an. Gucken auch nochmal, dass das auch wirklich richtig sitzt. Diese Seite ist hier okay. Dann muss ich ja doch nochmal vors Bild. Und hier weigert sich das gerade ein bisschen. Na, wer sagt's denn? Sitzt. Und was kommt jetzt? Die Verschraubung. Die darf natürlich nicht fehlen. Ich halte hier einfach mal gegen. Und von hinten kommen jetzt eben diese vier Schrauben wieder rein. Und die obere kommt rein. Jetzt noch auf der anderen Seite die zwei und dann haben wir das auch schon mal fest. Hier unten sitzt alles, wie hier auch. Das heißt, Roller kann runter. Im Grunde ja, kann ich ihn schon so weit erstmal ablassen, dass ich hier vorne dran komme und ja, das Schild dran bringe oder anbringe. Jetzt heißt es, das Windschild anbringen. Das setze ich jetzt einfach hier so auf. Halten tut es von ganz alleine. Jetzt kommt mein Kunststoffteil und meine Schrauben. 1, 2, 3, 4. Mein Verkleidungsring setze ich jetzt hier auch an. Und dann wird das Ganze verschraubt. Einmal. Zweimal. Ich mag hier noch nicht ganz. Aber jetzt. Wenn das dann erledigt ist, dann ist der Roller schon fast wieder zusammen. Man braucht nur noch das Batteriefach, aber das baue ich noch nicht an, weil die Batterie will ich erstmal richtig durchladen. Ich ziehe die Schraube jetzt noch an und dann war es das schon mal. Ja, von der Atmosphäre habe ich einfach mal einen Schalter gedrückt, das Licht ausgemacht, so dass ihr auch hier sehen könnt, was passiert jetzt, wenn ich die Zündung anmache. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Das ist ja das neue Tagfahrlicht. Es scheint recht weit nach unten, dass es auch kein Auto blenden kann. Und man kann es trotz allem immer noch so ausrichten, wie man es einstellen möchte. Die Möglichkeit ist gegeben, aber so ist gut. Ja, es war ja heute ein Kommentar drin. Oh, schade, du hast gestern gar nicht mehr das Licht angemacht. Bewusst nicht, weil ich wollte ja heute das Video darüber machen. Aber das weiß leider nur ich. Gut, in dem Sinne sieht das doch schon mal nicht schlecht aus. Morgen geht es dann weiter. Sagen wir mal lieber, in dem nächsten Video geht es weiter mit den Aprilia D-Tech. Eigentlich wollte ich ja heute schon anfangen, aber ich verschiebe es um einen Tag, dann
wird der Benzinzulauf eingebaut und dann gehen wir an die Einspritzung. Ich will sehen und hören, dass das Ding läuft und richtig läuft. Also, das heißt ein bisschen Arbeit morgen und dann einmal mit Power. Für heute sind wir durch. Wir sehen uns natürlich wie immer schnellstmöglich wieder. Tschüss, euer Scooter Schrauber.